Gut. Nein, was witzig ist, ich gehe jetzt da gleich bei mir mit dem zweiten Thema weiter. Und zwar Apple hat ja, das ist ja relativ frisch, hat ja Pixelmator gekauft. Das Pixelmator ist sowas wie Photoshop und Illustrator und alles ein bisschen zusammengemischmasch. Ich vermute, das hängt ja damit zusammen, weil Apple Intelligence muss ja eigentlich in irgendeiner Form mit Microsoft Copilot in Konkurrenz treten. Und wenn ich mir Microsoft Copilot anschaue, ich meine, du weißt das wahrscheinlich eh, den kompletten Office 365 oder in der ganzen Umgebung gibt es ja Copilot. Ja, ihr habt das alles deaktiviert. Ja, so. Das Ding ist ja das, es gibt ja auch bei deinem OneDrive gibt es ja Copilot. Alles deaktiviert. Ja, nein, du kennst aber, oder? Na, nie gesehen, weil alles deaktiviert. Ja, okay, ist wurscht. Na, es ist ja so, wenn du das jetzt dann, sagen wir mal, du würdest alles aktivieren und du sagst, Copilot ist überall, dann hast du ja den Vorteil, was ja jetzt auch noch kommt, Microsoft will ja diese Copilot Agents zur Verfügung stellen. Copilot Agents, es gibt einen Copilot Agent Builder. Das stellt er das so wie ein Automator vor beim Mac, gleich viel gescheiter. Jetzt heißt, jetzt kannst du dir auf spezifische Tasks einen Agent machen, da musst du nicht programmieren können, sondern du sagst einfach dem, was seine Aufgabe ist. So wie Und beim den kannst Automator, ja, okay, ja. du. Leider hat der halt jetzt KI-Features und der kann jetzt quasi auf dein komplettes OneDrive zugreifen Wenn du ein und neues kann sich. Foto oder eine neue Datei hast, kann der entsprechend Genau. irgendwas auslösen, eine neue Genau. Notification oder, okay, ja, cool. Der kann auch zum Beispiel dann basierend auf den, wenn du zum Beispiel so Tasks hast, die jetzt viel Zeit fressen, kann sich der durch alle Dokumente durchwühlen. Weil der findet ja alles, ist ja alles verfügbar für den. Ja, okay. Und wenn du das jetzt so übertragst auf den Apple-Kosmos, Apple hat ja da relativ wenig. Ja, stimmt, ja. Der Apple hat doch nix. Ich so, genau, also das, du bist noch strikter als ich, stimmt, sie haben eigentlich nichts. Weil Apple hat nicht einmal eine gescheite Cloud-Umgebung, Na? weil iCloud nach wie vor lächerlich ist. Auch vom Feature-Set her, ja. Vom Feature-Set, ja, das ist, das haben wir eh schon mal so privat da hin und her geschrieben. Ich verstehe ja nach wie vor nicht, warum Apple nicht das endlich ermöglicht, das Time Machine Backup über iCloud zu machen. Das wär geschenktes Geld, weil das wird jeder zahlen. Ich zahle jetzt schon für meine 2 TB iCloud-Speicher und ob da jetzt mein Backup noch drin wäre, könnte Apple Ja, scheißegal sein, weil fällt nicht auf. es wäre super Komfort-Feature nebenbei. Ja. Also ich verstehe es nicht. Geht man nicht in den Schädel rein. Wär dann eigentlich das, was sie gehabt haben mit diesen Time Capsules, leider jetzt dann brauchen sie kein Gerät mehr verkaufen. Ja, genau, ja. Und von mir aus, es wäre bei Apple wurscht, sie können ja für das Feature separat 5 € verlangen, die Leute würden es zahlen. Ja, ich würd's, auch wenn es separat zum Zahlen wäre, würde ich es zahlen. Wenn es 5 € sind, dann sind es 5 €. Das Du, ich wäre es sag's, mir ich wert. sag das, ich sag das sogar ernst, wenn der Service komplett ausgeklinkt ist und das nicht mit meiner iCloud-Ding zusammenhängt und das kostet mit 10 € würde ich mir wahrscheinlich auch überlegen, dass ich noch ein Backup habe. Genau. Das Man kann nie genug heißt, Backups haben. Also ich habe ja. meine Time Machine auf dem NAS laufen. Na, jetzt nicht mehr auf dem NAS, war ich hab's, ich mach es jetzt am Dock über externe Festplatte und ja, okay. Natürlich wäre es komfortabler, es ist weg, weil wenn der Festplatte was passiert oder einfach alles brennt, dann ist mein Backup auch weg. Ja, eh. So. Genau. Das heißt, da haben wir schon einmal nichts. Und man muss Dann. sagen, iPhone Backup geht in der iCloud. Ja, eben, da geht es ja, das ist Da nächste. geht's ja. So, das heißt, im Cloud-Bereich ist Microsoft wesentlich besser Ja, als wir ja. als Apple. Dann kommt dazu, jetzt dann gibt es die ganzen Copilot-Feature in der kompletten Office-Suite, ob das Word, Excel oder PowerPoint ist. Ja, genau. Da hat Apple auch noch nichts. Wieso? Sie haben zwar den Writer und das Ding, Sie aber da haben ist kein. Numbers, sie haben Numbers und Pages. Für einfachste Ja, aber da ist Aufgaben kein reicht das. KI-Feature drin, Nein, nein, weil das nicht. Nein, also gar keins, ne? da kann Excel mittlerweile wirklich viel. Ja. Wenn das und da die anderen. Ja.
Dann Paint hat auch mittlerweile Copilot, kann auch mehr als das von Apple die Geschichten. Paint. In Paint kannst du mittlerweile wie bei Photoshop komplette Hintergründe entfernen. Ah, okay, Relativ ja, ich simpel. glaube, das haben wir eh gehabt, ja. Das heißt, da hat Microsoft was für die. Dann wird im Videobereich sicher auch was von Microsoft kommen. Windows Movie Maker. Wahrscheinlich kommt das in irgendeiner Form dann wieder. Wahrscheinlich mit KI-Features. Cool. Und Apple hat da halt im Summe nichts. Ja. Und deshalb war sie jetzt auch, der Kauf von Pixelmator, wenn er durchgeht, ist relativ naheliegend. Ja, Weil klar. Apple wird da irgendwas brauchen, weil sonst gehen die alle zu Canva etc. Naja, Apple hatte nichts. Warum, Nein, wenn die aber User zu Canva gehen, ist Apple ja wurscht. das Problem ist halt an Microsoft, weil Microsoft hat dann irgendwann so ein super integriertes Copilot-System, das was alles ineinander greift und Apple hat nichts. Ja, okay. Weil es zum Beispiel, das wäre für mich, das ist so ein Killer-Feature für mich, wo ich mir denke, wenn all meine Daten quasi wirklich in mein Copilot drin sein. Das ist halt schon was wert, weil dann kann ich mir da halt echt relativ viel sinnlose Arbeit sparen. Also das wäre für ein Mac auch cool und ich hoffe, dass sie es hinbringen, aber ich zweifle an iCloud. Okay, ja. Ja, also das war das. Also Pixelmator ist erwähnt, weil er immer Mac und iPad-App, glaube ich. Was Und ist so? eben Pixelmator hat dieses Feature eben auch schon, wo man was markieren kann und dann ist das Objekt weg. Okay. Also da wird dann Apple auch irgendwas haben.